Dies sind die einzigen Bilder, die von dem Unglück existieren. Eine völlig zerstörte Lok. Die Fotos kamen erst nach der Wende an die Öffentlichkeit. Von dem Mann, der seinerzeit das Unglück als Reichsbahn-Oberrat untersucht hat. Er weiß, dass der Unfall um ein Haar in ein Inferno ausgeartet wäre. Über 250 Menschen warteten auf den Bahnsteigen, als der Kessel geradeaus auf die Gleise fliegt. Wäre der nur einen Meter seitlich abgekommen, er hat ja die Dachkante von dem Bahnsteig doch schon gestreift. Wäre er nur einen Meter seitlich abgekommen und wäre auf den Bahnsteig gefallen, dann hätte es ein Sterben von mindestens 100 bis 150 Toten gegeben. Die Vorgeschichte, die Unglückslok vor der Katastrophe. Der unerfahrene Lokführer und sein Heizer haben in Berlin-Lichtenberg einen Schaden an ihrer Stammlok. Sie müssen auf diese zurückgreifen. In Lichtenberg stand immer die sogenannte Bockreserve, Bock von Prellburg her abgeleitet, die dann bei irgendwelchen Bedarf den Ersatz spielen müsste, egal welcher Ort. Lokführer und Heizer schnappen sich 01:15:16 und fahren los. Ein nicht zu verzeihender Fehler. Das Personal selbst hätte die Pflicht gehabt, das war eigentlich eine der ersten Amtshandlungen eines Personals, wenn sie auf die Lokomotive getreten sind, nach den Vorräten zu gucken. Ist genügend Wasser und Brennstoff vorhanden. Die sogenannte optische Augenscheinprüfung haben sie auch nicht gemacht. Die sind drauf geklettert, haben das Feuer breit gemacht und sind losgeschlagen. Der Lokomotivführer, wie ich schon sagte, keinerlei praktische Erfahrung über die ganze Nutzung der geografischen Lage der Strecke, ist nur losgeschroten, wie man das auf Eisenbahner Lokführer Deutsch immer sagte. Und der Heizer hat nicht sehen bleiben können, wo er mit seinem Druck im Kessel zurechtkam. Obwohl die 01 stark genug war, um den Zug, die Leistung ohne große Anstrengung zu bringen, war aber dann irgendwie in der Abschnitt Gräfenhainichen das Wasser alle. Also die sind eben immer frei weg weiter. Ob mit oder ohne Wasser hat sie nicht interessiert. So sind sie in Bitterfeld eingefahren, also voller Menschen der Bahnsteig. Und bei den Bremsen ist natürlich das Wasser, was noch im Kessel war, nach vorne geschossen, so wie wenn man der Badewanne mal so vorrückt und dann wieder zurückgeschwappt. Und diese Welle ist dann über die hat sich über die Feuerbuchsdecke ergossen und hat diese überhitzte Feuerbuchsdecke dann den Rest gegeben. Naja, hat das Material zerrissen. Also in den Kessel war ja noch ein Druck von 15, 16 Bar. So, das Wasser ist auf die überhitzte, fast glühende Feuerbuchsdecke gekommen. Und nehmen Sie mal eine Tasse Wasser und kippen Sie auf eine heiße Herdplatte, wie das spritzt. Aus einem Kubikmeter Wasser entstehen 1.725 Kubikmeter Dampf. Kann man sich ungefähr mal vorstellen. Und das in 5 Sekunden ungefähr, was da vorne Kraft gewirkt hat. Die Folge, ein Kesselzerknall. In diesem Fall reißt sich der Kessel vom Rahmen los, steigt wie eine Rakete nach oben, dreht sich um 180 Grad und fliegt über 40 Meter nach vorne. Die Bilder dokumentieren, wie sich selbst gehärteter Stahl verformen und zerreißen kann. 5 Menschen, die in Höhe des Führerstands am Bahnsteig stehen, haben keine Chance. Die müssen direkt dort gelegen. Die sind noch nicht weggeflogen, die sind wahrscheinlich verbrüht worden durch diese. Das ist 200 Grad heißer Dampf. Wenn da rauskommt und du kriegst so einen Dampfstrahl ab, bist du gleich verbrüht. 2 der rund 50 Verletzten sterben später im Krankenhaus. Der Lokführer und der Heizer sind ebenfalls tot. Sie trifft die Schuld an dem Unglück. Wenn das der Heizer nicht merkt, der schrotet drauf los auf Verderben hinaus, dann gab es mal den Punkt, wo er gesagt hat, dann ist aber Schluss. Und das war eigentlich sein einziges Vergehen. Hätte er sich bevor sich hinsetzte, die steckt da genau vor ihm, die Kipruskurbel rausgenommen, draufgesteckt,
hätte die runtergeleiert, hätte Kratze genommen, hätte das Feuer in den Aschkasten geschmissen, auf die Strecke geschmissen, ob der nicht schwellend gebrannt hätte oder nicht, das ist eine andere Frage. Dann hätte er seine Pflicht getan gehabt. Hat aber auch nicht gemacht. Unvermögen des Lokführers und eine Trotzreaktion des Heizers haben die Katastrophe herbeigeführt. Lange Zeit gelangt nur wenig an die Öffentlichkeit. Unfälle waren ein politisches Thema in der DDR. Am Unfallort selbst, egal welchen Unfall, wurde an die Presse und schon gleich gar nicht an irgendwelche Presse aus dem nicht-sozialistischen Ausland keinerlei Auskunft gegeben. Erst nach der Wende werden die Einzelheiten bekannt über das Unglück, das sich vor jetzt 30 Jahren an diesen Gleisen ereignet hat.